Herzlich willkommen bei einem neuen Video von MobiFlip. Mein Name ist Oliver und heute geht es um das Spiel Splatoon 2 für die Nintendo Switch. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, ich konnte mir in den letzten Tagen, Wochen, ich glaube ich hatte jetzt gut zwei Wochen mit dem Spiel Zeit, Splatoon 2 für die Nintendo Switch anschauen. Und ich möchte dazu eigentlich an dieser Stelle nur ein kleines Fazit geben. Bei uns gibt es jetzt keine detaillierte Analyse von Grafik und Vergleich und so weiter und so fort. Ich habe das erste Mal die Splatoon-Reihe gespielt, habe gehört, dass sie erfolgreich war auf der Wii U und dort viele Anhänger hatte und war dementsprechend gespannt auf die zweite Version, also auf den Nachfolger für die Nintendo Switch. Und den habe ich mir in den letzten Tagen angeschaut, vor allem nachdem ich auf dem Preview-Event, vielleicht habt ihr es schon gesehen hier auf YouTube in dem Video, auch schon Splatoon 2 gespielt hatte und die Demo ausprobiert hatte, war ich dann doch gespannt, wie die finale Version ist. Und ich muss sagen, die hat viel Spaß gemacht. Also das ist ein Spiel, was meiner Meinung nach schon fast zum Pflichtkauf der Switch gehören könnte, wenn ihr auf diese Art von Spiel steht. Ich bin bei Shootern immer ein bisschen kritisch, denn mit diesen kleinen Controllern lässt sich das nicht immer so gut steuern. Aber dadurch, dass durch diese Farbkleckse im Spiel relativ viel Fläche eingefärbt wird und man nicht so ganz präzise schießen muss, ist das, glaube ich, gut gelöst. Also ich persönlich würde da jetzt kein Battlefield auf so einer Konsole spielen wollen, wo ich dann haargenau vielleicht zielen muss. Sondern aber wenn ich da so ein bisschen Farbe verschieße, das erinnert so ein bisschen an Paintball vielleicht auch, dann ist das durchaus okay, was man mit diesen Controllern treffen kann. Ich persönlich finde, es ist kein gutes Singleplayer-Spiel, auch wenn der Singleplayer-Modus mir persönlich viel Spaß gemacht hat. Ich fand, das war gut, um ins Spiel reinzukommen und in den ersten Tagen war der Multiplayer-Modus auch noch gesperrt. Das heißt, man war auch jetzt in der Testphase gezwungen, erstmal sich solo mit dem Spiel zu beschäftigen. Aber den hatte man dann auch an einem Wochenende durchgespielt. Also das ist jetzt kein Spiel, was euch vielleicht wie Zelda über viele Wochen beschäftigt. Und man muss dazu sagen, es gibt keinen Bot-Modus. Also ihr könnt diese Singleplayer-Karten nicht gegen 7 andere Bots spielen. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid mit der Nintendo Switch und vielleicht auch gerne offline spielt, dann ist dieses Spiel nicht unbedingt dafür geeignet. Natürlich auch, es lässt sich mal mitnehmen, aber es ist nicht unbedingt der Fokus darauf. Der Fokus ist wirklich, es ist ein Online-Spiel mit einem guten Online-Multiplayer-Modus und der macht Spaß, der ist abwechslungsreich, der baut sich auf, ihr könnt da leveln, ihr könnt neue Waffen, ihr könnt neue Klamotten kaufen, Klamotten, die teilweise dann auch das Verhalten von eurem Spieler verändern, ihr kommt schneller nach einem Tod zurück auf eine Map zum Beispiel, wenn ihr ein gewisses Kleidungsstück besitzt. Das sind so Kleinigkeiten, die machen durchaus Spaß. Und wer auf der Suche nach einem Online-Multiplayer-Spiel ist, wo man gegeneinander antritt mit zwei Teams, das sind 4 gegen 4 Spieler, also 8 Personen auf einer Map in diesem Standard-Modus, das hat mir Spaß gemacht. Da kann man, glaube ich, durchaus ein paar Stunden mit verbringen. Und vor allem für Leute jetzt wie mich, bei Mario Kart 8 Deluxe war bei mir der Fall so, dass ich das Spiel kannte, in- und auswendig, und jetzt eine neue Version auf der Switch quasi bekommen habe, die aber identisch ist. Bei Splatoon 2 gibt es deutlich mehr Inhalte und eine aufpolierte Grafik etc. Sprich, es ist ein Nachfolger und der ist sowohl für Neulinge besser, denn das Spiel wurde optimiert im Vergleich zum ersten, ist aber, glaube ich, auch für Leute, die schon Splatoon gespielt haben, auf der Wii U interessant. Und ich finde, als Multiplayer-Spiel kommt es bei mir auf Platz 2, weil es nicht an Mario Kart vorbeikommt. Aber so von diesen Top 3 Spielen, die bis jetzt für die Nintendo Switch rausgekommen sind, ist natürlich auf Platz 1 Zelda und da wird es auch, glaube ich, bis zum Ende dieser Konsole bleiben. Auf Platz 2 ist Mario Kart 8 Deluxe, da es einfach mein Lieblingsspiel auf der Wii U war und auch da großartig umgesetzt ist und das mitzunehmen so ein kleiner Traum war. Aber auf Platz 3 ist momentan Splatoon 2, wahrscheinlich bis Mario Kart 8 Odyssey rauskommt, denn es ist ein Spiel, was meiner Meinung nach auch besser umgesetzt ist als jetzt ARMS. Das macht Spaß, aber da muss man auch größtenteils mit der Bewegungssteuerung spielen. Das macht nicht immer Spaß. Und bei Splatoon 2, das kann man auf der Couch gemütlich spielen und muss sich dabei jetzt nicht großartig bewegen. Und ich glaube, ihr seht jetzt hier auch immer mal wieder so ein paar kleine Gameplay-Szenen. Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon Trailer und so weiter angeguckt. Ihr wisst, was euch da erwartet. Ihr startet, ihr müsst eine Karte einfärben. Wer den größeren Teil der Karte eingefärbt hat, gewinnt. Das ist das Spielprinzip von Splatoon 2. Mega simpel. Aber es besitzt eben genug Tiefe, dass ich dann... Ich habe bis jetzt einige Stunden damit verbracht und ich habe auch Splatoon 2 in den letzten Tagen immer wieder gestartet und hatte auch immer wieder Lust auf dieses Spiel.
Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass ich dieses Spiel im Laufe der Switch-Zeit in den nächsten Monaten auch weiterhin spielen werde. Denn es gibt genug Abwechslung, es gibt Events, die Nintendo veranstaltet. Es gab ja zum Beispiel auch schon das erste Event, bevor das Spiel überhaupt rauskam am vergangenen Wochenende. Daran habe ich allerdings noch nicht teilgenommen. Und ich glaube, dadurch könnte das Spiel auch mit zusätzlichen Inhalten und Karten, und das ist jetzt schon abwechslungsreich, für ein paar Monate Spielspaß sorgen. Davon bin ich durchaus überzeugt. Und aus dem Grund finde ich, Splatoon ist seine 60 Euro wert. Wer natürlich keine Shooter mag, der wird sich aber wahrscheinlich dieses Spiel auch nicht anschauen. Aber wer so Fun-Shooter mag, wo man so ein bisschen antritt und jetzt nicht ganz so streng gegeneinander vorgeht, sondern so ein bisschen Karte einfärben, da macht das Spaß. Ich persönlich finde, Splatoon 2 ist, ich möchte jetzt keine Bewertung von 0 bis 100 abgeben, wie das jetzt ähnliche Spielemagazine machen. Das ist mal so ein ganz persönlicher Eindruck von meiner Seite. Da hat Nintendo viel richtig gemacht. Also wer diese Art von Spiel mag, wird viel Spaß haben und wird auch, glaube ich, was ich immer ganz interessant finde, bei einem Multiplayer-Spiel langfristig Spaß haben und auch alleine Spaß haben. Also sowohl zusammen an einer Konsole als auch online werdet ihr da lange Zeit viel Spaß haben. Und das ist bei mir zum Beispiel bei ARMS jetzt schon wieder der Fall, dass ich sage nach so ein paar Wochen, na, ist okay, aber reizt mich jetzt doch nicht aus so langer Sicht. Ich persönlich habe da vom Typ her mit Splatoon 2 mehr Spaß gehabt und finde, wie gesagt, dass es so im Sommer durchaus ein Pflichtkauf für die Switch darstellt, Splatoon 2. Wie gesagt, sowas ist sehr subjektiv. Bei Spielen kann man nicht so objektiv jetzt wie zum Beispiel bei einem Smartphone entscheiden, was jetzt da besser und schlechter ist. Das ist natürlich auch immer die Frage, was ihr persönlich bevorzugt. Aber wenn ihr sagt, diese Art von Spiel interessiert euch, wenn ihr sagt, ihr sucht ein Multiplayer-Spiel, was ihr auch immer mal wieder online spielen könnt, dann schaut euch Splatoon 2 an. Meiner Meinung nach definitiv eine Kaufempfehlung für 60 Euro, wenn man sich bedenkt, wie lange man mit diesem Spiel auch Spaß haben wird. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.